Und damit ein herzliches Willkommen hier in unserem kleinen Lager, hier zurück in Belvreit. Die Wintermonate sind vorbei, oder der Winter ist vorbei. Ich habe unser Lager oben aufgebaut. Jetzt fehlt bloß noch jemand, der das Lager bewirtschaftet und eine Spitzhacke. Ich hoffe mal, unsere Leute sind schon so weit und haben die Spitzhacke gemacht. Sieht so aus. Dann hoffe ich mal, dass sie die ins Ausrüstungslager geschleppt haben. Und? Ich sehe keine einfache Hacke. Was auch immer die damit gemacht haben. Wir können mal gucken. Ausrüstung, Tasche, Waffen. Einfache Hacke. Seht ihr eine einfache Hacke? Nö. Was haben die dann zum Teufel nochmal damit getan? Noch gar nicht gebaut. Seht ihr? Dann bauen wir sie halt selber. So, was kostet uns eine einfache Hacke? Einfache Spitzhacke. Wir brauchen noch 8 Holz. Das haben wir bestimmt noch auf Lager. Ja, damit wäre zumindest oben das Lager vorbereitet. Für den Kupferabbau. 1. Wir haben zwar hier unten auch nochmal in Kupferablagerung. Aber ich wollte das Stückchen Wald hier oder die Gegend so ein bisschen intakt lassen. Da wir hier ja, oder vorerst intakt lassen, da wir hier ja in der Ecke vorerst Holz und Wild beziehen. Na los, dann lasst uns mal eine Hacke machen. Es regnet halt leider wieder. Ja, Wetter meint es mit mir selten gut in irgendwelchen Survival Games. So, wo haben wir die? Die einfache Spitzhacke. Ach, er ist schon produzieren. Seht ihr? Ja. Dann können wir uns ja mal den Quests weiter widmen. Ich glaube, Mixologie war ja die Quest, wo wir unten in Farnworth, ist es Farnworth? Ne, in Brettfort, einen Elixier bzw. eine Glasflasche kriegen oder bekommen sollen von irgendeiner Händlerin. Und da müssen wir jetzt mal schauen, ob dem wirklich so ist. So, ich habe noch Fleisch, ich habe noch Pilz. Haben wir noch irgendwas anderes Essbares, so als Kreuznahrung? Ja, guckt mal da. Vielleicht sind wir ja wieder eine ganze Weile unterwegs. Da hätte ich schon ganz gerne ein bisschen Ausgleich. So. Also denen hier unten geht's gut, die müssen nicht hungern. Haben sie vielleicht noch eine Aufgabe, die sie eine Weile erledigen können? Wäre ja mal. Warte mal, die Dorfhalle. 15 Riemen. Hatten wir jetzt nicht schon 15 Riemen? 14. Ah, und den einen Riemen, den ich jetzt hatte, habe ich versauwurstelt für die Spitzhacke. Das ist natürlich das mies. Aber ich kann sie ja schon mal forschen lassen. Mach mal so rum. Vielleicht ist ja jemand dabei, der sich bereit erklärt, hier zu forschen. Gibt es denn irgendwelche Sachen? Dorfhalle, Stufe 2, verwendete Ressourcen, noch keine. Der legt los. Na dann, werden wir sehen. Ja. Na dann, habe ich überhaupt noch Pfeile? 23, das reicht für uns. Ich darf halt nicht zu sehr in den Kampf geraten. Der Tag ist schon wieder um. Ja, da lohnt sich eigentlich das Losgehen gar nicht mehr. Da lohnt sich das Losgehen eigentlich gar nicht mehr. Wisst ihr was? Dann lege ich mich jetzt hin und schlafe. Ihr wisst ja, der frühe Wurm fängt auch mal einen Huhn. Oder sowas in der Art. Schlafen kann nie verkehrt sein. Haben wir den Winter durchgearbeitet. Ja, da können wir uns ja jetzt unterwegs gleich den letzten Riemen erwerben. So, dann lasst uns mal schauen, wie hier der Stand ist. Es wird geforscht. Ja, wenn wir wieder da sind, dann haben wir den letzten Riemen auch. Super. Dann Essen, Trinken ist noch da. Was haben wir denn? Naja, lange nicht mehr, aber pah, irgendwas ist ja immer. Wir haben ja was vor. Den Riemen holen wir auf dem Rückweg. So, hierher.
Seht ihr, unser kleines Lager steht. Wir haben ein Lager zum Reinsammeln, damit wir als Zwischenlager was haben. Haben eine Schlafhütte für jemanden. Haben eine Sammlerhütte, die ist schon eingestellt. Und haben hier... Achso, kann ich gar nicht reinlegen. Dann legen wir sie hier rein. Spitzhacke. Da. Und haben Werkzeug für ihn. Kann also losgehen. Den Stein können wir rauspacken. Ich habe noch was zu essen, habe noch was zu trinken. Was sagen dann? Lasst uns mal ins Dörfchen gehen. Was wir noch brauchen, ist ein Eberhauer. Das sind nur Banditen. Ja, wir können ja auf dem Rückweg den Weg dann mal gehen, den wir hergekommen sind. Dort war ja im Wildschweinspawn gewesen. Vielleicht haben wir ja Glück und erwischen nochmal ein Wildschwein und dann mithauern. Weil so ein zahnloses Wildschwein will ja keiner haben. Mit deinem Bogen in die Hand. Ihr könnt durchaus Verbrecher hausen. Den Weg hier hinten rum, weil hier ist doch Bradford. Na komm, da haben wir es einmal aufgedeckt. Kann ja so verkehrt nicht sein. Wer weiß, warum die Entwickler den Weg hier hinten so krumm gemacht haben. Ja, dass wir mal so eine Quest noch fertig bekommen. Die Landschaften sind schon echt schön gestaltet. Macht echt so richtig Spaß, hier rumzukrauchen und rumzukraxeln. Zu entdecken. Hier hinten was zu entdecken. Muss ja auch irgendwo einen Grund geben, warum so manche Formationen so gestaltet sind, wie sie gestaltet sind. Boah, endlose Weiden. Was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein. Wer wohnt denn da hinten? Das gehört alles mit zum Dorf zusammen. Okay. Na dann. Herzlich willkommen in Bradford. Stecken wir mal die Waffe weg. Mal schauen, ob die alle ein bisschen freundlicher sind. Guten Tag. Ich war so freundlich und dann redet die nicht mal mit mir. Guten Tag. Mathilde Gottfried. Willkommen in unserem Dorf. Es ist nicht viel, aber es ist unser Zuhause. Lauft nur nicht zu weit hinaus, sonst könnt ihr Ärger bekommen. Das Flachland ist ein gefährlicher Ort. Vielleicht können wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Ich weiß kaum, wer du bist und du bittest mich um Hilfe. Baue erst etwas Vertrauen auf. Was brauchen denn Level Mitarbeiter? Ah ja. Okay. Gut, dann suchen wir uns mal jemanden, der ja was zu sagen hat. Da hat er bestimmt eine Aufgabe für uns. Guten Tag. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Da fällt mir ein, es gibt noch etwas. Ich versuche mir ein paar Pfeile zu schmieden, aber ich bin nicht sonderlich geschickt im Handwerk. Wenn du mir welche bringen kannst, werde ich dir etwas Gold zukommen lassen. In Ordnung, ich bringe dir ein paar Pfeile. Und wenn du mir zwei Köcher bringen kannst, wäre das perfekt. Danke, dass du mir hilfst. Das wird immer geschätzt. Ich dachte, Pfeile reichen dem, sind auch noch Köcher. Kann ich dir irgendwie helfen? Entschuldigt, wenn ich abgelenkt wirke. Es ist nur, dass mein Herz schwer vor Kummer ist. Wie? Kann ich fragen, was los ist? Das ist mein Mann. Er ist auf die Jagd gegangen. Aber er ist ungewöhnlich lange weg. Der Älteste hat sogar einen Jäger geschickt, um ihn zu suchen. Aber keiner von beiden ist zurückgekommen. Irgendwas stimmt schrecklich nicht. Ich kann es spüren. Ich suche jemanden, der ihn finden kann. Ich verstehe, dass es beunruhigend sein muss. Wo soll ich anfangen zu suchen? Er sollte im Wald in der Nähe des Dorfes sein. Erik geht dort immer auf die Jagd. Es ist ein guter Ort, um anzufangen. Okay. Dann haben wir ja erstmal das der Älteste. Guten Tag. Patrick Stan. Mach es kurz, ich muss arbeiten. Na, ich erst. Da. Unsere Situation ist schlimm. Da die Wahl näher rückt, ist die Lage im Dorf angespannt. Infolgedessen weigert sich Lord Ashborn, Ressourcen bereitzustellen, bis sich die Dinge beruhigt haben. Kannst du uns bei dem Sammeln von Kupfer helfen? Sei jedoch vorsichtig, Ashborns Weigerung uns zu helfen, hat uns zum einen Ziel für Banditen gemacht.
Ich helfe dir, mehr Kupfer zu sammeln. Wo kann ich es finden? Das Kupfer befindet sich in nahegelegenen Bergen. Es sieht aus wie ein rot gefärbter Stein. Sei einfach vorsichtig beim Suchen. Es könnte bösartige Tiere und Diebe herumlungern. Ich werde vorsichtig sein. Okay. Wir brauchen ziemlich viel, um aufzufüllen. Kupfer zu kaufen ist für uns zu teuer. Und wenn du mindestens 5 Kupferstücke besorgen kannst, würde uns das sehr helfen. 5. Krieg mal hin, mein Freund. Seht ihr? Und schon haben wir neue Aufgaben. Mal schauen, ob die auch einen Händler hier haben. Da. Mal schauen, ob wir ja wenigstens uns versorgen können. Was hast du denn auf Lager? Verkaufen kann ich. Ja, Eberhauer. Wenn ich sie hätte, würde ich sie dir vielleicht sogar geben. Fleisch, großes Fleisch. Ja. Apropos Fleisch. Unseres ist nun dahin. Es ist gegangen. Gut. Also nichts von dem brauchen wir erstmal. Dann lasst uns erstmal wieder nach Hause gehen. Beziehungsweise schauen, was wir hier in der Ecke tun können. Bei Nieserchen. Hat uns eine Quest gegeben. In Kupfer geschmiedet, der Zorn der Ehefrau. Pfeile. Er möchte Bronzepfeile, was? Wir haben neulich mal richtige. Und 2 Stoffköcher. Na super. Ja, das wird wohl warten müssen. Ganz lange warten müssen. Der Zorn der Ehefrau. Finde den vermissten Mann. Damit fängt's an. Dann. In diese Richtung muss er hausen. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass wir unterwegs ein Wildschwein fangen. Dum, bum, bum, bum. Vor allem die Karte ist noch so riesig. Wir haben sozusagen noch ganz viel Zeit, die Karte zu erkunden und zu entdecken. Gefährlich. Stufe 3 gefährlich. Klingt ja nicht sehr lustig. Hey du. Wir stecken mal. Oh. Hier ist aber irgendwas nicht so koscher. Hey, mein Freund. Warte, warte, bitte, ich bin kein Bandit. Was ist mit diesem Mann geschehen? Mein Name ist Erik und dieser Mann war der Jäger, den der Älteste geschickt hat, nachdem er... Nachdem sie dachte... Ich würde vermisst, Älte... Okay. Ich habe ihn auf den Kiefer geschlagen und er ist über einen Felsen gefallen, hat aufgehört zu atmen und... Und wusste nicht, was ich tun sollte. Wir waren zu weit weg von einem Heiler. Okay. Jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich tun soll. Geh zurück ins Dorf, erzähl dem Ältesten davon. Immer bei der Wahrheit bleiben. Aber was, wenn ich verbannt werde? Was wird meine Frau sagen? Ich bin jetzt ein Mörder. Du willst doch also dein Leben auf einer Lüge verbringen? Wenn du dem Ältesten die Wahrheit sagst, wird deine Strafe nicht zu hart ausfallen. Du hast recht, ich kann kein Feigling sein. Ich werde mich wie ein echter Mann verhalten und die Konsequenzen stellen. Sag meiner Frau, was passiert ist. Ich nehme die Leiche und spreche mit dem Ältesten. Dieser Jäger dachte also, er würde dir zu Hilfe kommen, hat dein Hausschwein getötet und du hast ihn dafür umgebracht? Ich habe ihn nicht absichtlich getötet, okay? Wie ich schon sagte, ich habe ihn geschlagen. Er ist gefallen und sein Kopf ist auf einen scharfen Stein aufgeschlagen. Das war eine normale Reaktion. Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand deinen Hund tötet? Aber die Details sind jetzt nicht wichtig. Ich muss entscheiden, was wir tun. Bitte gib mir einen Rat. Ich bin verloren. Du willst also dein Leben mit einer Lüge verbringen? Wenn du dem Ältesten die Wahrheit sagst, wird deine Strafe nicht so hart ausfallen. Das doppelt sich irgendwie. Du hast recht, ich kann kein Feigling sein. Hab aber gerade schon. Okay. Ach, das Wildschwein habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen jetzt vor lauter Schreck. Und dann? Hat das einen Hauer? Einen Hauer würde ich sozusagen glatt mitnehmen.
Sieht das hier schön aus. Wollen wir noch schauen, was da hinten so Tolles ist? Aktuell sieht es ja irgendwie ein bisschen banditenfrei aus, oder scheint zumindest. Hätte ich nur nichts gesagt. Nee. Da habe ich jetzt aktuell gerade keine Lust drauf, auf zu viele Banditen. Und außerdem haben wir ja eine Mission. Oder Missionen. Und unser Lager will ja auch noch gebaut werden. Quatsch, unser Dorflager, Dorfzentrum. Ja, Dorfzentrum. Das eine sind das mehrere. Aus wie einer. Manchmal ist das mit dem Zielen, habe ich noch nicht verstanden, wann der wirklich zielt und warum da manchmal das Zielen abbricht. Hat er auch noch einen Kumpel mit dabei. Sehr skurril. Kommt jetzt wieder hinter mir. Auch sehr witzig. Genau drauf gezielt und trotzdem nicht getroffen. Und ich habe doch Mama versprochen, mich nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Ein bisschen mehr Ausdauer. Hier ist bestimmt das Lager petzen. Was habt ihr nun davon? Ah, wir haben unseren Riemen. Wir können Geld sparen. Und was Frisches zu essen gibt es auch. Na, dann waren doch drei. Und der andere hat jetzt Angst gehabt. Der ist gegangen. Oh. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 8. Naja, dann mal lieber nicht. Wir können ja gucken, ob wir noch ein bisschen Zinnerz oder Kupfererz hier liegen sehen. Steine brauchen wir nicht. Ja, noch ein bisschen Zinn. Ja, noch ein bisschen Zinn. Kommt schon der nächste. Manchmal sind die aber auch echt lästig wie Fliegen. Ja. Ach, da ist schon mal Kupfer. Wie viele Leute da haben? 5, ne? Nehmen die mit. Da wollte aber Kupfer und kein Zinn. Ja, und ansonsten Zinnerz brauchen wir sowieso, damit wir zum Messing herstellen.
Also kann es gar nicht so verkehrt sein, das mitzunehmen. Da haben wir das. Hier ist nichts. Es hier schlecht wird, wisst ihr. Kann man ja immer gebrauchen. So. Können wir mal rauspacken. Das Vergammelte können wir auch rausschmeißen. Das, ich glaube, da werden wir in unserer Zeit hier noch genug einsammeln können davon. Prima. Eins geht noch. Ich habe gerade noch eins gesehen. War das hier? Jawohl. Aber jetzt los. Weil wir in der Nähe von unserem Lager sind, kann ich jetzt ja erstmal unser Lager packen. Oh, hier ist nochmal Kupfererz. Oh. Mit dem bisschen Glück kriegt man ja doch 5 zusammen. Haben wir dann vielleicht gleich 2 Quests erledigt. So. Zinnerz raus. 1, 2. Das lege ich mal kurz hier rein. Das sortiere ich mir mal wieder runter. Jetzt bin ich so verwirrt, wo es denn ist. So, 1 Kupfererz haben wir. 5 Füller. Lasst uns noch mal schauen. So. Das sind Steine. Nochmal Steine. Zinn. Das war aber nicht unser Ansinn. Kupfer war unser Begier. Ich möchte aber Kupfer. Aber wir sind doch hier so hoch. Da lag doch eben Kupfer da. Da. Kupfer. War schon 2, aber in der Geschwindigkeit brauchen wir eine Woche immer zusammen haben. Hier scheint nichts weiter zu sein. Schade, schade. Aber wir können ja mal hier drüben gucken. Hier ist ja ein Kupferreservoir, beziehungsweise eine Kupfermine. Vielleicht finden wir da entsprechend. Den haben wir. Wir brauchen Kupfer. Ja, guck mal. Nummer 3. Das Holz kannst du mitnehmen. Noch hast du Platz. 4 und 5. Naja. Ich hoffe, da möchte jetzt nichts zum Schmelzen. Steine, Steine. Ja, den Rest können unsere Leute sammeln. Ja. Gut. Lasst uns abgeben. Machen wir wenigstens einen gewissen Fortschritt. Bam, 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 bam. Ja. Ziehen hier raus. Holz wollten sie ja nicht. Guck mal, wir haben sogar 5 Mal und haben immer übrig. Das klingt für mich gut. So, na dann, geben wir mal ab. Hallo, Herr Nachbar. Die arme Suppe. Da muss man auf unsere Hütte mit aufpassen. Aber dafür hat er jetzt endlich ein richtiges Bett. Er muss es nur nutzen, sieht ja keiner. Nicht immer auf dem Fußboden schlafen. Das sah so witzig aus. Ich habe mit dem geredet, aber blub, fiel er einfach von mir auf die Knie und schlief. Ja. Und wie erzählen wir der Frau jetzt, was passiert ist? Ja, wir sind ja schließlich nur der Bote, wir können ja nichts dafür, oder? Hallo Ehefrau, hier, pass mal auf. Dein Mann mit Wildschwein und so.
Hallo Helga, habt ihr meinen Mann gefunden? Ja, ich weiß, warum er verschwunden ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob du es von mir hören willst. Ja, er sollte bald wieder im Dorf... Da. Was meint ihr? Was ist passiert? Wo ist er? Der Jäger ist gestorben, nachdem dein Mann ihn geschlagen hat, weil er ein Hausschwein getötet hat. Es war ein Unfall. Erik sollte bald mit der Leiche im Dorf eintreffen. Ein Eber? Ein Eber? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin fassungslos. Ich hoffe, der Älteste verbannt ihn nicht. Aber ich bin froh, dass Erik lebt. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Bitte nehmt dies als Belohnung. Ich nehme Bogenschießen. Danke. Und wir haben unsere ersten Ruhmpunkte. Vertrauen in Bradford 150. Oh, wir sind schon Mitarbeiter. Wir können Leute einstellen. Hallo? Du bist so eine, die ein bisschen überkantibelt ist. Können wir mal gucken. Ist gar nicht so teuer. Wir bräuchten jemanden, die in ein bisschen was ernten kann. Das ist die und in der Herstellung brauchst du nicht ernten. Können wir uns ja mal merken. Mach es kurz, ich muss arbeiten. Das ist der Typ, der die Pfeile will. Und du? Cordelia Fährmann. Okay. Ich habe gesehen, wie viel Gutes du für diese Gemeinschaft getan hast. Und ich möchte helfen. Also ja, ich werde mit dir zusammenarbeiten. Guck mal, die sieht doch gleich noch viel besser aus. Soll ja hier oben nur ernten. Und den Rest, ja. Alles, was er levelt. Gut, merken wir uns trotzdem erstmal. Die ist wieder besser gestellt. 700. Und die will Beschützer. Und du? Arbeiter ernten 2 von 4. Dann pass mal auf, dann... Ja, stopp. Hotelienrolfe. Dann wirst du hier unser Manager von Ebersbach. Ernten ist deine Hauptaufgabe und Kochen deine Nebenaufgabe. Lieferung, dann die dritte. So. Dann viel Glück. Ach so, hier. Noch was zu essen. Nicht, dass du gleich wieder wegrennst. Was gebe ich denn dem? Da. Ja. Viel Spaß. Aha, der ist glücklich, seht ihr? Heiler. Und du? Ach so, ich habe dich noch gar nicht entlassen. Warum muss ich den jetzt heilen? Mein schöner Verband. Da, du bist jetzt Arbeiter. Komm. Seht ihr? Personal gefunden. So, wir müssen bloß noch gucken, wo der jetzt abgeben will. Jetzt haben wir unser erstes Personal für hier oben. Der kann arbeiten. Das klingt schon mal gut. Und er soll ja eigentlich hauptsächlich Kupfer abbauen. Und sich selbst ernähren. Da, was das Kupfer angeht, hast du es geschafft, es zu finden. Aber klar, habe ich hier. Danke, deine Hilfe wird unser Leben sichern. Wir können jagen und uns gegen Banditen verteidigen. Nimm dies als Belohnung und Zeichen unserer Dankbarkeit. Fortgeschrittenen Ernten, fortgeschrittenen Buch Jagen. Ich nehme Jagen. Ich hoffe, er weiß das nicht. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Okay. Und das nächste Vertrauen. Seht ihr? So kann das gehen. Hat sonst noch wer hier was hier oben? Kann ich mal irgendwie helfen? Ich fürchte, ich habe im Moment nichts. Nun gut. Sonst noch was? Brauchen wir irgendwas für zu Hause? Banditenlager befreien. Wollen wir uns das antun? Dann nehme ich mir aber ein bisschen Fleisch mit. Warum habe ich denn das Fell gekauft? Ach, das habe ich gekriegt. Guck mal, das kann ich... Ach, das heben wir mal auf. Da. Wir machen uns nach Hause. Mal schauen, wie es Rolfe ergeht. Tschüss, Dorf. Ich hätte es gedacht, wir kriegen mehr Aufgaben hier. Aber neuer Tag, neues Glück. Vorsicht, ich bin's nur, euer Retter. Die Zeit, die rennt im Spiel so sehr.
bisschen von den Standardsachen mitnehmen, ein bisschen Holz. Ja, wenn es immer am Wegesrand rumliegt. Ja. Ja, doch. Hier hat er ja auch was zu sammeln. Also ich denke, der wird hier oben glücklich und wenn nicht, er hat ja einen netten Nachbarn. Ja. Hey Freunde, bin wieder zurück. Na komm. Ach, das, da hat er auch noch was zu tun. Dem wird sonst langweilig. Hi Kumpel. So. Das haben wir soweit erledigt. Das haben wir erledigt. Die Pilze gebe ich ihm schon mal. Ja, das Fell nehme ich mit. Das lassen wir mal hier, das können wir später sammeln. Das kann raus, das kann auch erstmal raus. Was ich mitnehme, ist mein Riemen und meine Erze. Achso, und die Hacke, die wird das ich schon selber nehmen. Gehe ich mal davon aus. Komm, gib mal die Bären noch her. So, lass es dir ja gut gehen hier oben. Schauen wir immer mal nach ihm, wie es ihm so geht. So. Hier müssen wir nicht hin. Unseren Riemen haben wir. Hey Leute, ich bin zurück. Wir können unser Dorf bauen. Unser Dorfzentrum bauen. Freut euch mit mir, freut euch mit mir. Naja, ich glaube, die sehen nicht so begeistert aus. Weil sie da arbeiten müssen. Zwei? Warum denn jetzt zwei? Oh. Haben die jetzt die Hacke doch noch gebaut? Wie will man denn mit euch Leuten arbeiten? Naja. Quatsch, hier müssen wir her. Gut. Naja, dann werde ich früh sozusagen nochmal losschippern müssen. Mal die Bücher noch wegpacken, um uns da entsprechend den noch fehlenden Riemen zu holen. Jagen benötigt Stufe 5, soweit sind wir noch lange nicht. Bogenschießen 3. Wo sind wir denn? Welchen Level? 3. Und dann ist das doch nur so gerecht, wenn ich das lerne. Gut. Und sonst noch was? Ach, Fell raus. Ja, dann packe ich die Tasche noch aus, gehe schlafen, hol morgens unseren Riemen und wir sehen uns dann nach dem Aufstehen sozusagen, nach dem Frühsport. So, Frühsport vorbei, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Hab unserem Freund am See oben nochmal einen Besuch abgestattet, der hat ja schon eine ganze Menge Kupfererz gesammelt. Ich könnte jetzt nicht so viel tragen, demzufolge habe ich nur eine Handvoll mitgenommen, den Rest lassen wir uns halt einfach liefern. So. Den letzten Riemen hier rein. Wo ist er? Da ist er. Ja, los, komm, mach hin. Gib Gas. Wir brauchen unser Dorfhaus. So. Das haben wir. Ach, da ist noch eins drin. Zack. So, dann lassen wir uns das gleich mal liefern. Und zwar, unsere Siedlung will sich liefern lassen. Kupfererz. Täglich. Sag mal. Ja, wie viel würden wir denn haben? Ja, maximal 10. So. Von Seeblick. So. Ist jeden Tag eine gute Lieferung. Hey, Dorfhalle freigeschalten. Haha, wir können eine Dorfhalle bauen. Nun will ich aber erstmal schauen, ob ich mir nicht vielleicht aus dem guten Fleisch was Leckeres kochen kann. Großes Stück Fleisch. Knobi, haben wir noch Knobi und Pilze? Jetzt wird's wild. Ein Knobi, nehmen wir gleich zwei mit. Braucht da bestimmt noch Salbei dann wieder.
Leute, ich hoffe, ihr wart Pilze farmen. Wir brauchen Pilze für die Suppe. Da kann ich nämlich morgen in den Krieg ziehen. Für uns. Für die Freiheit. Für die Gerechtigkeit. 1, 2 Pilze. Und dann brauche ich auch noch Wasser. Und ihr habt noch was drin. 1, 2 Super. Na dann. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten so einen Kessel. Pilz und Wasser. So. Wird sich gleich mal anregen, dass wir 2 von den Kesseln haben. Die können sie ja nebenbei schon mal bauen. Lagerfeuer mit Kessel. Materialien sind ja da. Was hier wie rum ist, weiß ich immer nicht so recht. Ja. Ja. Haben wir 2. Achso, müssen wir hier vielleicht noch anfeuern. Super. Lange hält das Fleisch noch? Ja. Das Fleisch wird das schon abkönnen. Ich mache schon mal meine Taschen leer. Das raus. Haben wir sonst noch was, was hier... Style bei Wolter nicht. Knobi braucht man Wasser und Pilz. Lass mal drin. Und das Fleisch und die Samen können raus. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal genug Platz für die ganzen Sämereien und sowas. Buch und Schatz und Saatgut. Da. Ah, Saatgut ist voll. Bücherkiste, da passt noch was. So, erledigt. Haben wir sonst noch ein Buch, was wir den Leuten geben können? Jagen, Herstellung. Naja, das, wenn die leveln, Landwirtschaft 3. Haben wir denn jemanden, der Landwirtschaft besonders gut kann? Netterby. Landwirtschaft, der hat schon 6 von 6. Da können noch ein bisschen forschen und ein bisschen arbeiten. Und der, Lancelin, kann Landwirtschaft. Und arbeiten kann der und Einhandwaffen. Mal schauen. Was hat denn der noch an Fähigkeiten? Jagen, kochen, ernten. Ah. Erntebuch. Wo ist es? Ernten. Super. Dann kommt mal her, Freunde. Hier, mein Freund. Komm mal her. Du sollst lernen. Attribute. Porsche ernten. Dann mach. Gut, das ist der. Wo ist der andere? Der geistert hier hinten schon wieder rum. Hey, mein Freund. Guck mal da. Für dich habe ich mir auserkoren, du sollst besser arbeiten können. Ah, bin ich nicht letzte dir? Jetzt fehlt uns bloß noch der dritte im Bunde. Wo ist er denn hin? Ach, da oben im Wald. Komm, den suchen wir uns mal schnell. Und dann suchen wir uns mal ein Plätzchen, wo die Dorfhalle hin kann. Und dann kann ich die Leute ja schon mal ein bisschen arbeiten lassen. Mal schauen, ob sie es schaffen bis zur nächsten Folge. Da renn ich mal zu den Wölfen. Da ist so lebensmüde, der Kamerad. Ich sollte vielleicht mal was essen. In meiner Weise werden dir mir jetzt meinen leckeren Eintopf klauen vom Herd. Guck mal, du sollst lernen Landwirtschaft. Du schlau wirst. Stark und groß und all solche Sachen. So, suchen wir uns mal ein Plätzchen für unser Dorfgebäude. Hier können wir vielleicht noch mal mitnehmen. Bum, bum, bum. So. Weite Wiesen. Ja, hier ist ein bisschen hügelig.
Ich weiß nicht, ob das Dorfzentrum wirklich im Zentrum stehen muss. Sonst würde ich nämlich hier nach links rücken. Ja. Feiner Eintopf bringt uns 40 Gesundheit, 0,50 Regeneration, 45,6 Regeneration und Kampfeigenschaften. Dann muss ich das wohl oder übel selber mitnehmen. Zwei Bären, Wasser und ein Salbei noch. Dann habe ich nämlich noch was für die Ausdauer. Das kann hier rein und ein Salbei für die Ausdauer. Ja, den Pilz, den werdet ihr schon irgendwo finden. Ihr kriegt sogar euer Fleisch. Ach nee, den brauchen wir dann ja nicht. Doch, das haue ich mir über den Grill. Gut. Ja, das hier angeworfen. Da kann die Marmelade machen. Die müssen Holz machen. Mal hier. Gebratener Pilz. So. Ich nehme mal euer Essen runter. Nicht, dass es verbrennt. Ja. Gebratener Pilz. So, eins könnt ihr kriegen. Sonst habe ich zu viel davon. Hier habt ihr ein bisschen Holz für den Ofen. Den Hammer noch weg. Ach, den Hammer werden wir jetzt gleich brauchen. So, mal schauen. Hier ist doch ein perfektes Plätzchen dafür, oder? Wir müssen auf die Karte gucken. Hier. Das sieht für mich gut aus. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Dorfhalle. Puh. 15 Kupfernägel. Stroh. Aber ihr habt Stroh gemacht. So. Benenne die Siedlung. Asmutan. Okay. Hi. Immer noch meine Siedlung. Vielleicht wird es ja erst, wenn es fertig ist. 90 Holz. 80 Holzplanken. 15 Kupfernägel. Stroh. Naja. Da kann ich es ja ein bisschen arbeiten lassen. Ja, Freunde. Ihr seht, es geht voran. Unser erstes großes Projekt geht an den Start. Wir haben zu essen und haben zu trinken. Ich unterstütze unsere Leute mal ein bisschen dabei hier, dass sie in die Puschen kommen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Runde und dann mal schauen, wie viel schon geschafft ist. Also dann, bis morgen in alter Frische, Tschüssikowski und bye bye.